dieser Vernichtungsschmerz und die Vernichtungsbedrohung wird immer in den drei ultimativen Existenzmomenten erfahren. Bei Geburt, bei den Zeugungsgeschlechtungsakten und bei Tod. Und da das immer von anderswoher kommt, wird das in seinem kurzzeitigen Erkennen auch diesem wieder zugeschoben als Vernichtungswut, als Neid, als ausuferndes Bestrafungsbegehren. Und da der Mensch in seinen Inversionen dann masochistisch korrumpiert wird, den Schmerz zu Lustereignissen umwandeln zu müssen, mündet das nicht nur in Zerstörungswut, sondern auch in Selbstzerstörung.